Und noch den Pokal, und den bringt einer, der hier auch schon mal Sportler des Jahres war, ein viermaliger Weltmeister, kein geringerer als Sebastian Vettel. Das erste Lebenslang. So. Mein erstes Mal zu Gast. Es war laut, es roch nach Bier, Bratwurst und Schweiß. Gegenüber saftiges Grün, weiße Linien. Ein Meer aus Schwarz, Rot und Weiß. Leute sprangen auf und ab. Alle stimmten ein, man solle heute siegen, weil alle sie so lieben. Entschuldigung. Alle stimmten ein, man solle heute siegen, weil alle sie so lieben. Jetzt hänge ich schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Moment, jetzt muss ich kurz gucken, es tut mir leid. Man kann das ja schneiden. Natürlich. Normalerweise rede ich ganz viel und bin nicht nervös, aber es ist ein besonderer Moment. Also, man solle heute siegen, weil alle sie so lieben. Ein Pfiff und es ging los. Es packte mich. Das Ergebnis vergessen. Das Erlebnis bleibt für immer. Der Sport ist wie das echte Leben. Es geht auf und ab, vor und zurück. Man rennt und müht sich. Manchmal wird man gesehen, häufig nicht. Doch manchmal gibt es Momente, die alle sehen. Bei meinem Verein gab es dies Jahr so einen Moment. Das Handy ist da drin. Das Handy ist in meiner Tasche. Sie haben sich da eine Menge vorgenommen. Ich finde das aber sehr mutig und sehr bemerkenswert. Soll ich das Handy halten? Nein. Nein. Bei meinem. Sie haben sich da eine Menge vorgenommen. Ich finde das aber sehr mutig und sehr bemerkenswert. Soll ich das Handy halten? Nein. Nein. Bei meinem Verein gab es dieses Jahr so einen Moment. Man kennt sie nicht nur am Mainestrand. Mit viel Leidenschaft und getragen von der Euphorie und der Liebe der Fans gelang das Meisterstück, der Europapokal, er ist zurück. Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main. Dort gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos. Mit ihr wurde ich und so viele Menschen groß. Herzlichen Glückwunsch und danke, Eintracht Frankfurt. Und bitte schön. Sebastian, überragend. Sie sind. Sebastian ist lebenslanges Mitglied in diesem Verein. Ja. Leider hörst du auf, wir machen für dich weiter. Sehr gut. Und Sie sehen auch, Sebastian, dass Hänger und Pannen beim Publikum oftmals besser ankommen, als wenn es glatt durchläuft. Sie sind, das war eine Liebeserklärung an die Eintracht. Woher kommt diese Liebe zur Eintracht? Sie kommen aus Heppenheim. Ja, eben. Ich bin unweit von Frankfurt geboren. Nur circa eine halbe Stunde mit dem Auto, je nachdem, wie schnell man fährt. Aber ja, kann mich in dem Sinne sehr lebendig an das erste Mal erinnern, auch wenn ich das Ergebnis nicht mehr im Kopf habe, aber trotzdem, wie ich gesagt habe, das Erlebnis bleibt natürlich für immer. Haben Sie denn am 10. Juni 23 schon was vor? Nein, ich habe nächstes Jahr noch gar nichts vor. Das ist gut, ja. Weil das wäre das Champions League-Finale. Möglicherweise wollen Sie sich den Termin im Kalender freihalten. Istanbul. Alles klar. Wir haben ein Ticket für dich, okay? Sehr gut. Sehr gut. Ich komme. Und was ich Ihnen auch noch versprechen kann, viele dieser Hänger, wenn Sie darauf Wert legen, die können wir natürlich rausschneiden. Also wir geben unser Bestes. Ja. Okay? Alles gut. Wir können sie auch drin lassen, aber das dann war's. Sprengt den Raum. Ganz herzlichen Dank. Bleiben Sie bei uns. Bleiben Sie bei uns und wir haben nur noch die Möglichkeit. Peter Fischer, grüßen Sie die Mannschaft. Vielen Dank, Sebastian Vettel, für alles, fürs Kommen und alles Gute Ihnen. Ja, so, okay. Und das war sie dann auch. Die feierliche Verleihung.